Lebensgefahr im Elterntaxi. Unfallforscher schlagen Alarm. Lastenräder. Sie sind flexibel, bequem und aktuell im Trend, aber vor allem sehr, sehr gefährlich. Das zeigt diese Simulation einer alltäglichen Situation im Straßenverkehr. Eltern und Kind sind im Lastenrad unterwegs, ein Auto quert. Das Ausweichmanöver wird zum Desaster. Das Rad kippt, Erwachsener und das Kind in der Transportbox schlagen mit dem Kopf auf der Straße auf. Die Verletzungsgefahr enorm. Auch bei Kindersitzen, die auf dem Gepäckträger von Rädern montiert sind, warnen die Forscher vor einer unterschätzten Verletzungsgefahr. Auch hier schlagen Erwachsene und Kinder aus großer Höhe mit den Köpfen aufs Straßenpflaster. Etwas sicherer, aber auch immer noch gefährlich, der Transport per Fahrradanhänger. Hier sind Kinder zumindest fest angegurtet und in einer Sicherheitszelle unterwegs. Heißt, auch bei einem Überschlag berührt das Kind mit dem Kopf zumindest nicht den Boden. Nach den erschreckenden Crashtests fordern Unfallforscher vom Gesetzgeber jetzt schärfere Sicherheitsauflagen. Und egal bei welcher Transportvariante, das Wichtigste ist, anschnallen und Helm auf. Damit solche Unfälle nicht in einer Katastrophe enden.